Hallo, mein Name ist Tom Ammermann und ich bin der Geschäftsführer der New Audio Technology aus Hamburg. Wir sind hier heute zu Gast bei der SAE in Hamburg und ähm, drehen ein Video für proaudio.de, wo wir euch ein bisschen was erzählen wollen oder wo ich euch ein bisschen was erzählen möchte über diese Kraftwerk 3D-Produktion, die wir bei uns im Studio gemacht haben und wofür wir unsere Produkte verwendet haben. Ähm, was sind das für Produkte? Wir stellen Software für Pro Audio Anwendungen her, mittlerweile auch für Endanwendungen, aber unsere, unsere Roots sind ähm, äh, pro, also pro Audio Software Plugins, womit man die neuen Formate, die es im Markt gibt, Immersive Audio, VR Audio herstellen kann. Und ähm, wir haben diese Plugins ähm, sehr intensiv für diese Produktion verwendet. Und ähm, ich bin im Grunde genommen, mein Background ist äh, die. Die Audioproduktion. Ich bin eigentlich, wenn man so will, ein, eigener, ein alter Mixing-Engineer. Und ähm, ich äh, hatte die Ehre, bei dieser Produktion in unserem Studio zusammen mit Fritz Hilpert ähm, diese Produktion komplett durchzuführen. Wir haben die ähm, in 2015 gestartet und äh, sind sehr lange äh, daran immer wieder in neuen Sessions äh, zugange gewesen. Wir haben uns einfach Zeit gelassen, weil das sehr hilfreich war bei so einem großen Projekt. Es sind tatsächlich alle Titel, die man von Kraftwerk kennt, sind auf dieser Produktion ähm, mit dabei. Wir haben also das komplette, beziehungsweise Fritz Hilpert hat das komplette Repertoire der, äh, ähm, von Kraftwerk neu gemischt. Also es ist kein sogenannter Remix. Es ist tatsächlich. Kraftwerk, wie man sie auf der Bühne jetzt bei den Live-Auftritten kennt, den neuen Sound, der sich entwickelt hat, auch über die letzten Jahre, die sind ja extrem viel unterwegs, der ist sozusagen jetzt mal auf die Scheibe gebracht worden. Und es ist entgegen einiger Meldungen kein Live-Album in dem Sinne, sondern es ist eine neue Mischung direkt aus dem Sequencer, aus den Samplern mit den alten Sounds, die man auch von Kraftwerk kennt. Heraus plus Live-Aufnahmen. Ähm, aber es hat weniger den Eindruck eines Live-Konzerts, wo immer Leute applaudieren ähm, und man Publikum hört, sondern es ist schon, eine, ähm, hat schon eher den Eindruck eines ähm, Studioalbums, aber äh, mit Live-Elementen drin, was der ganzen Geschichte nochmal so ein neues Leben einhaucht. Das ist schon mal. Finde ich eine sehr gute Information, die man als äh, alter Kraftwerk-Fan mit Sicherheit, worüber man, worüber man sich freut. Wir haben alles in Dolby Atmos gemischt bei uns im Studio und äh, wir haben Headphone-Surround-Versionen aus den Dolby Atmos-Mischungen hergestellt mit dem Special Audio Designer, unserem professionellen Mixing-Tool für 3D-Audio, das ich gleich mal zeige. Und ähm, ähm, haben zum Schluss auch noch Stereomischungen hergestellt, die dann als PCM auf der ähm, auf der Blu-ray wie auch als CD äh, verfügbar ist und auch als als Download. Die haben wir nicht bei uns im Studio gemacht. Die wurden separat von Fritz, äh, ähm, von Kraftwerk selber, von einigen anderen Kollegen dort auch noch hergestellt und gemastert. Also das, was wir hauptsächlich ähm, in unserem Studio mit dem Special Audio Designer gemacht haben, ist die ähm, Dolby Atmos Mischung und die Headphone-Surround-Version. Okay, das war es so im Groben erstmal. Ich äh, würde vorschlagen, ich zeige mal, ich gehe mal so Stück für Stück vor, erzähle mal ein bisschen was über generelle Setups, erzähle mal ein bisschen was über Dolby Atmos. Einige wissen vielleicht schon einiges, noch nicht alles und einige wissen vielleicht auch gar nichts darüber, deswegen... Umreiße ich das mal ganz kurz und dann erzähle ich, wie wir das Setup bei uns im, im Studio gebaut haben, was äh, ziemlich außergewöhnlich war, weil unser Studio eigentlich ein normales Audioproduktionsstudio ist und keine ähm, sogenannte Film Mixing Stage oder Dub Stage, ähm, wo man normalerweise Dolby Atmos Mischungen bis dato ähm, hergestellt hat. Wir haben ja wie gesagt 2015 angefangen, 2016 und äh, 2000, Ende 2016 waren wir fertig mit den, mit den ganzen Mischungen und ähm, in der Zeit hat sich natürlich auch nochmal ein bisschen was verändert. Okay, ich denke, wir machen mal, hüpfen gerade mal zum Bildschirm. Ich zeige mal ein paar Dinge. Ähm, das Plugin zeige ich kurz und ich zeige mal ein paar Fotos von dem Setup, wie wir es aufgebaut haben. Dass man schon mal so ein Ungefähren Eindruck bekommt. Also die gute Nachricht ist, ähm, und äh, das denke ich ist auch wichtig, das nochmal sich zu vergegenwärtigen: Dolby Atmos ist kein reines Cinema-Format, ähm, Headphones around sowieso nicht. Und ähm, man kann damit auch normale Musikproduktion machen. Und das wird jetzt immer mehr. Und da es Dolby Atmos im Markt sehr viel gibt, das ist sehr weit verbreitet, das ist in jedem Receiver, in jedem neuen ähm, Surround Und Home Cinema Receiver es ist es drin. Deswegen baut man sozusagen auf ein Format, was sehr, sehr viele Menschen und es werden mehr und nicht weniger draußen in der Welt der Normalsterblichen auch hören und äh, benutzen können. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben, STOLV-Atmos zu mischen. Okay, ich hüpfe mal zum Screen. Was ihr hier seht, ist ähm, der Spatial Audio Designer. Ich gehe mal mit der Maus hier ein bisschen rüber. Ähm, das ist ein Plugin dass man in jeder Audio-Workstation äh, benutzen kann. Es ist in AX, die neueste Version, die man jetzt hier schon sieht, ist äh, in AX, VST3 und AU äh, verfügbar für Mac und für Windows. Somit kann man damit ähm, in jeder Audio-Workstation, in, auch in Ableton Live oder in Studio One, die eigentlich nur Stereo können, kann man damit äh, 3D-Immersive-Audio äh, mischen, sei es 9.1, 7.1.2, was das BAD-Format von Dolby ist, oder auch 22.2 und man kann es auf realen Lautsprechern mischen man kann es über virtuelle Lautsprecher mischen. Mit den realen Lauts also generell ist es so, dass dies hier ist die, das, das Mixing-Tool sozusagen, das hier in einer, einer, einer Master strippe äh, äh, drin ist, was eigentlich ein Stereo, äh, ähm, ein normaler Stereo-Track ist. Wir haben dann sogenannte Send-Module, die stöpselt man sich einfach in die einzelnen Tracks seiner Audio-Workstation rein. Wie ihr seht, sehen die schon ziemlich ähnlich wie das Mix-Modul aus. Das hat den Grund, dass sie am Ende des Tages ähm, man auch schon dort, wenn man ein Audio-Objekt hat, kann man das auch schon dort mal eben schnell mischen. Man muss nicht erst das selektieren, dass man das bearbeiten will und dann rübergehen äh, in das, in das Master-Modul, um es dann dort zu mischen, sondern man kann es auch sofort im Track... In, Im 3 d panner mischen. Hier oben drin sieht man die ganzen Audioobjekte, die man mit den Send-Modulen, so nennen wir die, in das Mix-Modul reingeschubst hat. Hier unten sieht man die dann dargestellt als bunte Punkte in äh, zwei äh, Darstellungen. Das ist ein dreidimensionaler Raum, in dem man dort drin sitzt. Hier schaut man von oben, dort schaut man von hinten. Und auf die Art und Weise kann man ähm, Audioobjekte in einem dreidimensionalen Raum mischen. Und je nachdem, für welches Audioformat, in diesem Fall Channel-Formaten, sich entscheidet, ähm, werden die Bewegungen der Audioobjekte, hier seht ihr gerade ein Dolby Atmos ähm, Array, wie es in der äh, Dubbing Stage äh, zum Beispiel hängt, ähm, diese, die Bewegungen der Audioobjekte werden, je nachdem, wo sie längs fahren, ob da Lautsprecher sind oder nicht, ähm, in realtime raufgerennert. Das heißt, man ist... Ähm, Unabhängig von dem Format eigentlich. Man kann jederzeit umschalten. Das macht man hier oben in dem Setting-Menü. Kann man sagen, man möchte ganz gerne äh, dann doch lieber in Mono wollen wir natürlich nicht, aber in anderen Formaten 5.1 und die ganzen neuen 3D-Formate, die es so gibt, äh, kann man hier mal eben on the fly einstellen und dann ist jede Bewegung und Positionierung eines Audioobjekts wird dann relativ zu dem Channel-Format, was man ausgesucht hat, ähm, in Realtime rausgerendert. Und last but not least kann man ähm, dieses, äh, diese, diese äh, Mischung auch über ein virtuelles Lautsprechersystem abhören. In diesem Fall wäre das tatsächlich diese Dolby Atmos-Stage, die ich gemessen habe. Ähm, man würde dann hier, das ist dieses Mastermodul, was wir jetzt hier gerade sehen, man würde dann hier tatsächlich die Virtualisierung, also die binaurale Kopfhörer-Virtualisierung würde hier ausgegeben werden und dann kann man sich das ganz einfach über sein Audio-Interface rausrouten und mit handelsüblichen Kopfhörern abhören. Man hat also die Möglichkeit, auch wenn man kein 5.1, 9.1 Atmos-System zur Verfügung hat in realen Lautsprechern, was ja meistens der Fall ist, kann man trotzdem eine Mischung in dem Format machen und kann sie dann letztendlich über das dritte und letzte Modul, was wir in dem Special Audio Designer anbieten, nämlich das Channel-Out-Modul, in extra Ausgangsstrippen ähm, ausgeben. Das heißt, man hat hier, wie man hier sieht, links und rechts und dann im nächsten habe ich jetzt mal Center LFI und im nächsten kommt links zu und rechts zu und so weiter und so fort. Auf die Art und Weise kann man, ich habe jetzt hier nur Stereo-Module benutzt, man kann aber auch ähm, ein 5.1 und ein vierkanaliges, äh, vierkanaliges ähm, Ausgangsmodul benutzen, wenn man entsprechende Strippen hat, oder man kann auch ganz viele Monostrippen benutzen und dann immer jeweils, man geht da rein und dann wählt man hier sich den Ausgangskanal der Mischung, die man, der Mischung, die man macht, wählt man sich aus und auf die Art und Weise kann man in Realtime eine, eine 9.1-Mischung oder wenn man will, auch eine 22.1-Mischung tatsächlich über ein reales Lautsprechersystem abhören, indem man diese Ausgänge hier ähm, direkt mit dem, Audio, mit, mit dem eigenen Audio-Interface, was in den Lautsprechern dran ist, verbindet. Oder man kann es auch einfach aufnehmen hier, dann hat man sein Master. Das ist die ziemlich coole Geschichte daran. Und das ist auch der Grund, warum wir das dann letztendlich für die Kraftwerk 3D der Katalogmischung verwendet haben, weil wir da halt sehr viel Flexibilität brauchten. Kommen wir mal zum generellen Setup oder. Vielleicht vorab noch mal so ein paar Informationen zu Dolby Atmos. Also was ich ja schon sagte, Dolby Atmos ist ähm, sehr weit verbreitet im Markt. Äh, jeder neue Receiver, also LVR, der ähm, Surround Sound kann, hat Dolby Atmos drin, wenn man sie neu kauft. Und ähm, es ist also sehr verbreitet. Und was man im Grunde genommen sehr grob gesagt, was stattfindet, ist, man hat 128 Kanäle in Dolby Atmos zur Verfügung. Und ähm, Dolby Atmos ist ein sogenanntes Hybridformat. Das heißt, ähm, man arbeitet mit, einer, mit einem kanalbasierten Mix plus Audioobjekte. Dieser kanalbasierte Mix ist ähm, standardisiert auf 712. Das heißt, man hat auf der unteren Ebene sieb, sieben Kanäle. Das ist äh, vorne drei. Jeweils an den Seiten einer und äh, hinten Back Surround Lautsprecher, einen LFI und man hat, das ist das zwei, also 2, also 7.2. Man hat noch zwei Kanäle oben an der Decke. Eine linke Seite und eine rechte Seite. Also nicht vorne und hinten, sondern links und rechts sind die, sind die angeordnet. Das ist das Dolby Atmos Bad, was generell verwendet wird, auch für Kinomischungen. Und dieses Bad ist deswegen eingeführt worden, hat den Grund, da drin, dass man eine Basis haben will, eine solide Basis, auf äh, der die Mischung erstmal beruht. Und die Objekte sind dann sozusagen die, ich würde jetzt nicht sagen die Gadgets, aber die die kleinen Sachen, die dann äh, nochmal punktuell aus einzelnen Lautsprechern rauskommen soll. Und ähm, das ist, hat sich im Markt als sehr hilfreich und sehr gut, vor allem im Kino, in Kinoseelen äh, herausgestellt. Und äh, man hat also dementsprechend 7712, das heißt 10 Kanäle für, ähm, für, das, für das Bad, plus dann 118 Objekte. Man kann also 118 Objekte ähm, benutzen gleichzeitig und äh, entsprechende Automationen für die Objekte machen. Und. Ähm, ein weiterer Grund dafür, warum man sich für diese bad kanäle auch noch entschieden hat, ist, dass man, egal wie ein Kino oder bei, bei den Leuten zu Hause, wo ein linker und ein center Lautsprecher steht, man möchte gerne einige Audiosignale, auch egal wo die Lautsprecher stehen, ein eindeutig definieren. Also sagen, dieses Audiosignal soll jetzt wirklich zum Beispiel eine Stimme... Aus dem Center kommen. Egal wie die Anordnung, die Lautsprecheranordnung ist. Und dafür ähm, ist dieses Bad ebenfalls geschaffen, weil da kommt immer aus dem Center, egal wo der steht, kommt das Signal raus. Äh, das ein Signal, was man in den Center schickt, äh, raus. Wenn man hingegen ein Objekt hat und ähm, bewegt das frei im Raum, dann kann es sein, denn das wird in Real-Time dort, wo es abgespielt wird, zu Hause oder im Kino, wird das gerendert und zwar entsprechend der Position, und zwar der absoluten Position, die dieses Objekt im dreidimensionalen Raum hat, wird es halt gerendert in Real-Time. Und wenn ein Objekt Zufällig an einer Position ist, wo gerade kein Lautsprecher ist, dann wird es natürlich über mehrere Lautsprecher wiedergegeben, damit es eine Art Phantommittel oder Phantomposition gebildet wird und es dann mehr oder weniger dort erklingt. Und wenn es zufällig jetzt an einer Position ist, wo ein Lautsprecher ist, dann kommt es auch wirklich nur aus diesem Lautsprecher raus. Aber das ist tatsächlich dann abhängig, wie viele Lautsprecher das entsprechende Atmos-System hat und im Kino hat es den großen Vorteil, dass man ein einzelnes Objekt tatsächlich durch jeden einzelnen dieser Lautsprecher, die drumherum gehen und über einen äh, rüber gehen, tatsächlich ähm, hören kann. Und man kann eine sehr klare, präzise Position dieses Audioobjekts, egal wo man im Kino, Kino sitzt. Also gerade fürs Kino ist das ähm, eine tolle, eine tolle äh, ist Dolby Atmos wirklich ein, to ein tolles Format. Okay, was haben wir denn jetzt bei Kraftwerk genau gemacht? Also zuerst haben wir eine Mischung gemacht, die ähm, für eine Blu-ray ist, das heißt nicht für einen Kinosaal. Das heißt, wir haben, das zeige ich euch mal kurz, ähm, wir haben hier bei uns im Studio gesessen, so sieht das aus hier, da sieht man oben, es äh, sind fünf Lautsprecher, den hatten wir nicht im Betrieb und da vorne drei, hier sieht man jeweils die Seitenlautsprecher und die hinteren Lautsprecher, äh, die kann man nicht so gut sehen. Und ähm, in diesem Studio, in meinem Studio, haben wir die Mischung gemacht. Und äh, ich kann euch mal zeigen, wie der Aufbau war. Das sah so aus, ähm, als Fritz Hilpert seine, seine Sachen aufgebaut hatte. Und ähm, dieser Bildschirm gehört zu dem Rechner von Fritz, der hier ist. Wie man sieht, haben wir, haben wir die richtigen Mauspads benutzt, konnte also gar nichts schief gehen. Und äh, auf dieser Seite ist mein Pro Tools. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir damit angefangen hatten, musste man, konnte man nur in Pro Tools Dolby Atmos mischen. Und man brauchte extra Plugins, Panna-Plugins von ähm, Dolby, um die Metadaten für die Objekte zu erstellen. Das hat sich heute geändert, die neue Pro Tools-Version 12.8, die jetzt im Uh, Juni, ich meine im Juni 2017 rausgekommen ist, die hat Atmos tatsächlich komplett implementiert. Da kann man mit dem Penner, mit dem 3D-Panner jetzt ähm, von Pro Tools tatsächlich Objekte und Bad mischen. Und ähm, zu der Zeit ging das halt noch nicht. Und ähm, hier auf dieser Seite sieht man jetzt hier nicht, aber äh, dahinter kann man das sehen, das Nuendo von, von Fritz. Ähm, warum haben wir zwei DAWs benutzt? Der Grund ist relativ einfach. Pro Tools ist ein tolles Misch- und Editiersystem, aber es wird nicht so häufig von Audioproduzenten benutzt. Da werden eher so, sogenannte Sequencer benutzt wie Logic oder Ableton. Man kann auch Musikproduktion mit Pro Tools natürlich machen, aber das hat sich bei den Musikproduzenten nicht so sehr durchgesetzt. Und, ähm, Dementsprechend hatte Fritz seine ganzen Mischungen und ähm, so benutzt er sie im Übrigen auch bei den Live-Konzerten tatsächlich alle im Nuendo drin und hatte die Mischung dort alle vorbereitet, also die Bad-Mischung und hatte auch schon ein bisschen überlegt, was, welches Sound äh, welches Soundobjekt äh, welches Soundfile könnte man als einen coolen Effekt äh, benutzen für die äh, später für die für die Dolby Atmos Mischung und ähm, wie gesagt das Pro Tools musste sein, weil wir ähm, nur dort drin das Atmos Panning machen konnten. Und somit haben wir hier, und das sieht man hier vorne, äh, ein Rosendahl MIF4 drin gehabt. Das ist tatsächlich vom Nuendo getriggert worden, der, der Timecode. Und ähm, das Pro Tools lief dann über USB-MIDI-Timecode mit, sodass die beiden Systeme immer parallel gelaufen sind, wenn Fritz auf Play und Stop gedrückt hat in, seiner Audio in, in seinem Nuendo. Und ähm, dazu als drittes war dann noch die sogenannte RMU, Rendering Master Unit von Dolby angeschlossen. Die brauchte auch einen Timecode, ähm, weil später werden die Master in dieser äh, Kiste, in dieser RMU aufgenommen. Wie ist die verbunden? Die RMU hängt hinter dem Pro Tools, hinter meinem Pro Tools hier und kriegt per MADI das Bad plus die Objektkanäle. Und der Dolby Atmos Penner, der als Plugin im Pro-Tools drin ist, der hat dann die Metadaten. Da hat man immer gesagt, dieser Kanal ist jetzt ID, ist jetzt ähm, Objekt 1 oder 2 oder 5. Und ähm, das, äh, dieser Rechner ist dann per LAN mit der Rendering Master Unit äh, verbunden gewesen. Und darüber kam dann immer die Information, Kanal 5, Metadaten hier, Kanal 6, Metadaten hier und so weiter und so fort. Und somit haben wir. Mh, die Pannings, die wir dann die Objektpannings, die wir im Pro Tools gemacht haben, konnten wir auf diese Art und Weise auch in dem Monitor äh, von Dolby sehen. Das ist so, eine, so, eine, so, ein, so ein Display mit so einer gelben Kiste, wo dann bunte Bälle durch die Gegend fliegen, je nachdem wie man die Pannings gemacht hat. Und das waren dann die waren dann die Objekte. Und ähm, wenn man denn... achso was die RMU auch noch gemacht hat, das ist natürlich extrem wichtig, wenn man so macht, so eine Produktion macht. Die hat auch schon mal ein Encode-Decode simuliert, sozusagen. Das heißt, schon mal das Processing simuliert, wie denn diese Mischung später als Atmos-Processing klingen wird. Also, was wir abgehört haben, ist nicht das Panning aus den Pro Tools, sondern wir haben tatsächlich die. Die, das Rendering, das Realtime-Rendering in Dolby Atmos abgehört. Das heißt also, hinter der RMU ging dann per MADI wieder Leitungen zurück ähm, in Studio an die Audio-Interface und da waren dann die Lautsprecher an, äh, angeschlossen. Ja, das war ein ganz schön wildes Setup. Das war für damalige für damalige Verhältnisse erst zwei Jahre her. Ähm, war das auch für die Dolby-Jungs hier aus äh, Deutschland sehr sehr spannend? Man war der Sache ein kleines bisschen skeptisch gegenüber, weil man das so noch nicht gemacht hatte. Zu der Zeit wurden Dolby-Atmos-Mischungen, wie ich glaube ich schon erwähnte, in Kinos gemacht. Aber sie sind dann vorbeigekommen, haben sich angeguckt und haben alles eingemessen, haben netterweise eine, eine RMU dargelassen, damit wir diese Mischung machen konnten. Und ähm, sind am Ende des Tages wirklich auch ähm, extrem zufrieden gewesen mit den Ergebnissen. Wir haben es auch nochmal ähm, auf Konsumeranlagen gehört. Die Jungs äh, von Dolby haben es nochmal auf ihren... Anlagen gehört und ähm, interessanterweise ist es dann aber dann doch nicht 100% das Gleiche, wenn man das an, auf einer Konsumeranlage hört, als wenn man es dort im Studio gehört hat. Es ist dann doch irgendwie, aber es ist halt natürlich auch ein großes Studie mit professionellen Lautsprechern und wir haben relativ lauf, laut gehört. Ist das Ergebnis nochmal tatsächlich noch etwas intensiver, aber nichtsdestotrotz ist es echt ein, ein Erlebnis. Wir haben es gerade gestern nochmal auf einer Home-Anlage gehört, es ist echt ein Erlebnis im Gegensatz zu einer 5.1 5, Mischung. Ja, das zum grundsätzlichen Setup, ich, ähm, wir gucken gleich noch mal ein bisschen in die, in die Session rein. Ich habe schon gesagt, warum Dolby Atmos und warum von Surround habe ich noch nicht weiter ausgeführt. Headphones Surround hat den Surround 3D hat den großen Vorteil, dass es man braucht nur einen Kopfhörer. Also auf dieser Blu-ray ist ein extra Track, wo, wo Headphones von Surround 3D drauf ist und wenn man zu Hause das äh, erleben möchte, aber man hat keine Surround- oder, äh, oder Atmosanlage, kann man einfach einen, einen handelsüblichen Kopfhörer am Verstärker oder am Blu-Ray-Player anschließen und äh, diese Spur auswählen und dann mit diesem Kopfhörer hat man das Erlebnis, als würde man das über ein, ein reales Lautsprechersystem hören. Und das ist wirklich. Ähm, ich bin versucht zu sagen, spektakulär. Und ich begründe auch, warum ich das sage. Ich ähm, habe mir, ich musste die Abnahme machen für die ähm, dreieinhalb, über drei, fast vier Stunden Material und ähm, checken, ob alles, ob alles synchron ist und zueinander passte. Und ähm, konnte das dann auch noch mit 3D-Brille in 3D-Bild gucken, mit 3D-Audio auf dem Kopfhörer. Und das hat mich ehrlich gesagt ziemlich von den Socken gehauen. Das meine ich jetzt wirklich ehrlich. Das war wirklich so. Nicht, um jetzt hier Werbung zu machen. Ähm, das kann ich wirklich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Das ist wirklich ein Erlebnis. Also. Ja, deswegen Headphones Surround 3D. Man kann es überall und so fort hören. Ähm, es gibt einen Vinyl-Release. Da ist eine Platte Headphones Surround drauf. Das sind nicht alle Titel, aber einige. Auf der großen Blu-ray sind alle Titel mit Headphones Surround 3D. Auf der kleinen Blu-ray, das ist eine Art Best-of. Ich glaube, das sind die, alle Titel von dem damaligen The Mix Album. Da sind alle Titel in Atmos, in Stereo und Headphones Surround 3D drauf. Und äh, schließlich ähm, sind auch im Online-Download, so wie auf Spotify, sind ähm, einige Titel ebenfalls, nicht alle leider, aber einige Titel sind ebenfalls und auf der CD ist es auch so, in Head, also auf dem CD-Release ähm, ist eine CD äh, reine Headphones-Around-Mischung für, wenn man halt unterwegs ist und das auf seinem ähm, iPod oder auf seinem ähm, Telefon hören möchte. Okay, das zu den Formaten und äh, vielleicht noch eine kleine Anekdote und dann gucken wir mal ein bisschen in die Technik rein äh, oder noch ein bisschen mehr in die Technik rein. Ähm, wir die, die Frage war ja am, am Anfang, in welchem Format mischt man denn überhaupt? Und ähm, ich bin relativ früh, bevor die Produktion in Gang gekommen ist, ähm, bevor Kraftwerk loslegte, bin ich äh, in Kontakt gekommen mit Kraftwerk und hatte dann mal vorgeschlagen. Die hatten dann, ich hatte den Special Audio Designer mal rübergeschickt und Fritz äh, Hilbert hat mal damit ein bisschen angefangen zu spielen. Das hat ihm gut gefallen. Und dann hörte ich, dass sie die Platte machen wollten, also einen neuen Release machen wollten. Und daraufhin sagte ich, hey, ähm, ihr seid Kraftwerk und äh, wir sind in Zeiten von Immersive Audio. Ähm, schon mal darüber nachgedacht, in 3D das zu machen. und dann kam so zurück, nicht so richtig, aber gute Idee, warum nicht? Und dann ähm, habe ich dem mal ein paar Sachen vorgespielt und äh, habe dann Dolby das mal vorgestellt, die Idee. Und damit war die Sache klar. Das wollten natürlich alle, weil Kraftwerk, also meiner Auffassung nach, ist 3D-Audio für Kraftwerk erfunden worden. Man kann so viel rumspielen mit den ganzen Effekten. Wir hätten das auch noch exzessiver machen können meiner Auffassung nach, aber äh, man muss natürlich auch aufpassen, ich als alter 3D-Profi, mir kann man eine Menge zumuten, wir muss natürlich aber auch aufpassen, und da hatte Fritz Silbert sehr den Daumen drauf, dass wir die Mischung und generell auch Kraft, Kraftwerk, sehr den Daumen drauf, dass man eine Mischung kreiert, die die, die normalen Hörer, die jetzt noch nicht so 3D-Audio erfahren sind, ähm, doch ein bisschen mit an die Hand nimmt und nicht überfordert. So, deswegen ähm, haben wir gar nicht so viele Audi-Objekte benutzt. Ähm, Fritz hat relativ viele Sachen auch direkt ins Bad reingemischt und ähm, aufgrund dessen, dass wir jetzt hier nicht großartig in was reinhören können, kann ich nur jedem empfehlen, sich das ähm, äh, vielleicht mal als ersten Schritt ähm, die eine Online-Version äh, bei Spotify das mal anzuhören oder man kann es auch anspielen bei Amazon und bei iTunes, um eine Idee davon zu bekommen, um dann eventuell ähm, äh, Gefallen daran zu finden und sich die Blu-ray zu kaufen. Eine von den beiden Varianten, die es gibt für die ganz großen Fans. Die müssen natürlich die große Box kaufen, weil da ist auch noch ein riesen Booklet mit ganz vielen Bildern drin. Und es ist das komplette Repertoire, also sehr empfehlenswert. Hier, wie wir vorhin noch mal gesehen haben, der Special-Audio-Designer. Was wir hier sehen, ist die Headphone to mischung Ich erkläre aber mal so ein bisschen, was wir dort gemacht haben oder was ich dort gemacht habe. Und ähm, auch noch ein bisschen äh, das Setup, was ich vorhin beschrieben habe. Also, mh, dies ist hier der Special Audi Designer an der Stelle. So, und ähm, das, was man hier sieht hinten, sind die Tracks, die 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 MADI-Tracks, die ich von dem Nuendo von Fritz bekommen habe. Die etwas rosanen hier sind die ähm, oder lilanen sind die Eingänge für die Objekte. Und äh, hier hinter ist dann, ähm, die sind dann weitergeroutet worden in extra Kanäle, wo oben die, die Panning-Module drin sind. Und äh, in diesem Fall ist da jetzt der Special-Audio-Designer drin. Wir haben die, äh, ich habe die Automation, die man im Dolby-Panner gemacht, die wir im Dolby-Panner für Dolby Atmos gemacht haben, habe ich äh, übertragen, rüberkopiert auf die Tracks äh, des Special-Audio-Designers. Und, ähm, aber im Grunde genommen ist der Aufbau ist genau der gleiche wie der, den wir auch in Dolby Atmos benutzt haben. Nur, dass wir dann am Ende des Tages eine Virtualisierung ausgeben und es nicht über MADI-Kanäle rüber zur RMU geben. Das sind die, die bert kanäle die wir immer mit aufgezeichnet haben, inklusive der Audio-Objekte im Pro Tools. Also, wir haben nicht nur in dem Rendering Master Unity Master aufgenommen, sondern auch im Pro Tools, wenn man da hinterher auch immer noch mal reingehen konnte, was zurechtschneiden und rücken konnte und, und Lautstärken ähm, verändern konnte, um es dann noch mal ein neues Master sozusagen aufzunehmen, auch wenn Fritz sozusagen gar nicht mehr da ist und er eine Test Blu-ray zu Hause gehört hat und gemerkt hat oh wir müssen den und den Song vielleicht noch mal leiser oder lauter machen konnte man das hier im Pro Tools einfach machen und das dann einfach noch mal in die RMU einspielen und hatte dann ein neues Master wo man das ausgebessert hatte hier unten sieht man dann auch die ein bisschen Automation ich kann das hier ja mal ein bisschen kleiner machen so hier sieht man die Automation Automation Lanes zu den ganzen Objekten es waren, wie gesagt, nicht so viele. Ähm, an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ein, zwei Worte zur Strategie beim Mischen, 3, also wie, wie man 3D mischt äh, generell und wie wir es auch äh, bei diesen Mischungen für Kraftwerk ähm, gemacht haben, also wie Fritz es gemacht hat und wie man das ähm, bei einer 3D-Mischung auch immer machen sollte. Also man hat wahnsinnig viele Lautsprecher zur Verfügung. Und der Goal oder das, was man dann tun nicht tun sollte, ist zu versuchen, permanent alle ähm, laufen zu lassen, dass man immer Signal irgendwo drin hat. Das ist nicht das, wofür ein 3D-Lautsprechersystem ähm, eigentlich daherhalten soll, sondern dafür, die Lautsprecher da zu benutzen oder die Kanäle dort zu benutzen, wo sie Sinn machen. Also ein Sänger, der um einen herum rotiert, finde ich nicht so wahnsinnig sinnvoll. Hingegen ein Soundeffekt wie zum Beispiel bei Tour de France, da gibt es diesen Effekt, wo die die äh, Kette vom Fahrer zu hören ist. Und für Tour de France passt das ja genau. Und die hat Fritz zum Beispiel genommen und einmal um uns herum und äh, gefahren und äh, als Objekt. Und das war natürlich ein perfektes Signal für, für sowas. Das passt in diese, in die Mischung vom Kontext passt es rein und es klingt nicht mh, aufgesetzt nach dem Motto, die haben jetzt irgendwas durch die Gegend geschoben, damit man irgendwas hört. Und es ging auch nicht darum, dass man, wo wir jetzt in 3D unterwegs sind, permanent oben ganz viel Sound hat, sondern das Ergebnis sollte ähm, generell bei, bei einer 3D-Mischung, auch schon bei einer Surround-Mischung, ähm, auch dem Inhalt angemessen sein. Das heißt, bei einer Produktion wie Kraftwerk hat man wahnsinnig viele Effekte, die man super auch in verschiedenen, an verschiedenen Positionen im Raum äh, äh, hinstellen kann und bewegen kann. Das passt einfach, das passt zum Genre. Wenn man hingegen eine, eine Live-Mischung hat, zum Beispiel, dann würde man ganz sicher nicht damit anfangen, eine Gitarre nach hinten links oder einen Sänger hinten rechts hinzustellen. Das passt nicht zu dem, man sieht, selbst wenn man kein Bild dabei hat, erwartet man eigentlich ähm, ein Event, wo man eine Band vorne auf der Bühne hat, dass man sich als Zuschauer fühlt im Publikum. Das wäre meines Erachtens ein guter Ansatz. Und da werden die ganzen 3D- und Surround-Lautsprecher natürlich vornehmlich für für Applaus benutzt, hat man eine Popband, die ein paar sintis hat. Könnte man mit den sintis vielleicht ein bisschen in den Raum reingehen, sie größer machen? Das würde funktionieren, aber man könnte vielleicht mal die Gitarren-Delay nach hinten machen und damit ein bisschen arbeiten, aber so generell würde man eigentlich nicht, also würde ich keine Main. Ähm, Instrumente wie ein Schlagzeug oder ein Sänger würde ich nicht durch die, bei, bei, auch nicht bei einer 3D-Mischung, auch nicht bei einer Atmos-Mischung durch die Gegend bewegen. Das so mal so als generelle, ich will mal nicht sagen Guideline, aber so als Vorschlag meinerseits, wie ich damit umgehen würde und wie mehr oder weniger ähm, Fritz Hilpert damit auch in der Mischung umgegangen ist. Und ähm, das, denke ich, sollte man sich doch vergegenwärtigen, wenn man 3D-Mischungen macht. Und Deswegen, ich wiederhole es nochmal, deswegen nicht pausenlos Sound von oben, sondern man hat eher das Gefühl, einfach eingehüllt zu sein. Man hat nicht das Gefühl, oh, da höre ich jetzt was aus dem Lautsprecher oder da kam jetzt was aus dem Lautsprecher, sondern der, der Approach war, ein Gesamterlebnis zu kreieren. Das, wo man eigentlich keine Lautsprecher hört, das ist eine gute Mischung, zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass man eben nicht die Lautsprecher hört, sondern dass man einfach großes, großes Sounderlebnis hat. Und äh, das war das, äh, worum es dabei vornehmlich ging. Wir gucken jetzt gerade noch mal in die Mischung hier rein. Also, wie ich schon erwähnte, das hier sind die, ist das Bad. Hier die, liegen die Objekte. Darunter liegen die ganzen Automation, Automation Lanes. Und ähm, im Grunde genommen. Ähm, ist es das schon mehr oder weniger? Wir haben alles in einer Session drin oder ich habe alles in eine Session reingelegt, weil bei Dolby Atmos muss man ja nachher auch mit dem LTC das ausspielen. Und wenn man immer wieder neue Songs lädt, ist das, ähm, also auch im Pro Tools, ist es äh, relativ schwierig, da mit dem Timecode klarzukommen. In diesem Fall normalerweise muss man einen durchlaufenden timecode mit bild haben. glücklicherweise ähm, hat die, die company interactive, die die blu-ray gebaut haben, es tatsächlich hingekriegt, dass wir den, äh, die titel einzeln ähm, liefern konnten und die die ineinander aneinander gepackt haben und ähm, im blu-ray authoring das so hingekriegt haben, dass, man, dass es durchläuft und zwischendurch nicht der verstärker immer wieder an- und ausschaltet im Processing, sondern in eins durchläuft und man keine Unterbrechungen zwischendurch hat. Und das war schon eine ganz schöne Leistung. Das war für uns extrem hilfreich, weil man sieht ja hier, da sind überall Lücken drin. Wenn wir das alles. Wirklich, wenn wir ein großes Video oben gehabt hätten, was dann viereinhalb Stunden lang gewesen wäre, ähm, hätten wir schon ein großes Problem gehabt. Immer diese 30 Tracks, die wir einfach immer aufgenommen haben, also 10 Bed-Kanäle plus 20 Objektkanäle, die, das wäre sehr schwer, das hier alles ineinander zu kriegen, weil man möchte ja auch einen relativ guten Flow in dem Video haben und nicht immer zu große Pausen zwischendurch. Einige Tracks gehen sogar äh, ineinander über. Okay, ich denke, ich habe jetzt über die Technologie, über mh, was wir so alles gemacht haben, ähm, glaube ich schon relativ auch über die Hintergründe und Mixing-Strategien schon relativ viel gesagt. Man könnte da jetzt stundenlang noch weiter drüber reden, aber so ein paar wichtige Dinge habe ich schon mal erzählt und ein paar Insights gegeben. Und ähm, ich sage jetzt noch mal ein, zwei Dinge zu der Headphone zur Raummischung hier und dann noch mal zu der letzten. Mischung, die noch dazu gekommen ist. Und dann haben wir es eigentlich auch schon so weit durch. Ähm, bei der Head-on-Surround-Mischung ähm, bin ich immer gerne, ähm, bin ich ein großer Fan davon, nicht nur mit einer Virtualisierung zu arbeiten, sondern mit mehreren. Was bedeutet das? Ähm, ich mische in diesem Fall, das kann man hier sehen, habe ich drei ähm, Mix-Module hier drin. Und in jedem mix ich ups, das war sogar nur ein cent modul Nein, das ist ein Mixmodul, Entschuldigung, äh, sieht man hier oben auch. Ich habe hier drei Mixmodule, die jeweils eine, eine andere Virtualisierung hier oben benutzen. Und ähm, ich benutze das eine Virtualisierung, ist die Messung eines virtuellen Studios. Das heißt, ich arbeite mit drei verschiedenen Studios und ich packe unterschiedliche Inhalte rein. In dem ersten virtuellen Studio, das ist relativ trocken und kurz, da kommt das bad rein, weil ich es knackig haben will, weil am Ende des Tages darf man nie vergessen, wenn, wenn man eine binaurale Kopfhörer-Virtualisierung macht, steht man immer in Konkurrenz zu Stereo. Das heißt, man muss, es muss genauso viel Impact haben, genauso... Ähm, direkt sein wie eine Stereomischung und auch den gleichen Level und Kompressionsgrad haben, sonst verliert man immer mit einer Virtualisierung, egal wie gut die Virtualisierung ist. Es ist sehr, sehr wichtig, das im Kopf zu haben, wenn man eine Kopfhörer-Virtualisierung, eine binaurale Kopfhörer-Virtualisierung in den Markt schmeißt. Man muss immer konkurrieren können zu einer gemasterten Stereo-Version. Also die Version muss man auch mastern. Und was ich. Ähm, dann gemacht habe, ich habe mit einer zweiten Virtualisierung gearbeitet, die sehr viel mehr virtuelle Lautsprecher hat und wo der ähm, Raum viel äh, größer ist und in diesen habe ich die Objekte reingetan. Das heißt, ich habe einen relativ trockenen, ein relativ trockenes Bad, was sehr direkt klingt, plus Objekte, die in einem etwas größeren Raum, der aber durchaus noch korrespondiert mit dem kleineren Raum, reingeworfen und dadurch habe ich einen, ähm, habe ich, ähm, ähm, einen Unterschied im Klang ähm, kreiert und der hilft bei Kopfhörer-Virtualisierung Plastizität und Lokalisation hineinzubringen, weil ich Relationen schaffe. Ich schaffe eine Relation zwischen dem trockenen, ähm, dichten Bad und den Objekten, die dahinter sind. Ohne diese Relation, das trockene Bad, würden die Objekte mehr oder weniger im freien Raum rum schwirren und ohne diese Relation würde man die Distanz gar nicht so sehr wahrnehmen. Und als drittes habe ich noch ein, eine Virtualisierung genommen, die von der ich weiß, dass die untenrum sehr warm und weich ist und habe damit noch mal so eine Art, habe das LFI-Signal da reingeschickt und habe dadurch noch mal so ein ähm, Low-End-Enhancement gemacht. Im Grunde genommen habe ich ähm, damit unkorrelierte Bässe kreiert, also Bässe, die in einem virtuellen Raum sich bewegen und dann hat man diese drei Virtualisierungen, hat man ja jeweils auf einem Feder liegen und kann sagen, ich will von dem mehr, von dem weniger haben. Und letztendlich ähm, äh, routet man die dann auf einen Kanal und mixt sie zusammen und tut dann, in diesem Fall ist es dieser, tut dann nochmal einen Kompressor rein, vielleicht einen, und einen Limiter. Und äh, damit hat man dann ähm, ähm, auch nochmal das, was ich eben schon ansprach, eine gemasterte ähm, head von surround version die trotzdem... Die, die trocken und dicht klingt und trotzdem groß. Und auch nicht, auch hier, auch ganz wichtig, bei dieser Mischung ging es weder bei Kraftwerk noch irgendwo anders, äh, geht es dabei darum, ähm, dass man da was wahrnimmt und hier was wahrnimmt und da was wahrnimmt. Ähm, das ist, das, wenn man solche Virtualisierung für Musik macht, das ist kein wissenschaftlicher, keine wissenschaftliche Arbeit. Wir wollen nicht, ein Lokalisationsexperiment machen. Wir wollen im Grunde genommen eine große Version unserer Mischung hören. Eine möglichst größere, und das ist auch so, das kann sich jeder in Ruhe anhören, eine möglichst größere Version ähm, als die Stereoversion, die ja nur zwei Kanäle direkt in den Ohren zur Verfügung hat. Und wir arbeiten mit virtuellen Lautsprechern, die dann am Ende des Tages auch zusammengemischt werden auf zwei Kanäle. Aber in der Realität ist das auch so, egal wie viele Lautsprecher man um sich herum hat. Am Ende des Tages hört man die, all die zusammengemischt auf diesem und auf diesem Kanal. Und das sind die zwei Informationen, mit denen das Gehör am Ende des Tages arbeitet. Und deswegen kann man solche Virtualisierung auch ohne weiteres so zusammenmischen, das funktioniert sehr gut. Okay, jetzt habe ich auch über die Kreation von Headphones Surround 3D -Mischung, von mischungen von binauralen Kopfhörermischungen, einiges erzählt. Das Tool dafür ist da. Mit dem Special Audio Designer kann man das easy machen, egal in welcher Audio Workstation man unterwegs ist. Und ähm, als allerletztes ähm, auch die letzte Mischung, die wir gemacht haben. Ähm, wir hatten die große Ehre und das Glück, auch eine Kinoversion herzustellen von dieser Produktion. Die ist nicht äh, komplett, also es sind nicht alle Titel drin. Es ist 80 Minuten lang ungefähr geworden und das ist eine Art Best of, kann man sagen. Und ähm, da sind wir bei der Ari Mixi äh, bei der Ari at Bavaria in München gewesen. Daniel Vogel von der Ari, der der Audio-Chef, wenn ich das mal so sagen darf, von dort, hat, ähm, also Head of Audio, hat ähm, sofort hier geschrieben, als, er, als wir, wir uns für ein anderes Projekt mal getroffen hatten. Und ähm, ich habe es dann mal vorgeschlagen und das fanden die Kraftwerk-Jungs natürlich auch toll. Und wir sind dann ähm, für eine Woche, nachdem wir die Blu-ray fertig hatten, dort hingefahren, haben im Grunde genommen das gleiche Setup kreiert. Fritz hat wieder sein Nuendo gehabt, weil es per MADI bei denen ins Pro Tools reingegangen ist. Und dann über die große mixing desk Und ähm, Changis Charuk, der, der Cheftonmeister von der Ari, hat dann mal kurz ein bisschen geschoben und ähm, korrigiert, weil so eine Mischung, so eine Atmos-Mischung im Studio dann doch noch mal ein bisschen anders funktioniert als auf der Blu-Ray. Ähm, und das hat extrem viel gebracht. Ähm, das ist noch viel größer und dicker geworden für ähm, eine Kinoanwendung. Und äh, changes hat auch noch mal ein paar Fahrten ausgebessert, die im Kino einfach noch mal ein bisschen anders gemacht werden müssen, ähm, weil, die, weil man da einfach doch mehr Lautsprecher hat. Und ähm, die haben nicht ganz so gut funktioniert. Und das haben wir angepasst. Wir haben so eine angepasste Kinomischung, in der Fritz auch noch sehr viel getuned hat, also an jedem einzelnen Titel noch mal wirklich gearbeitet hat. Und ähm, die ist jetzt am 23. Mai 2017 einmal gelaufen. Und äh, als Pressevorführung in sechs Kinos in Deutschland ist, soweit ich weiß, super angekommen. Ich konnte leider nicht. Ich habe sie, ich kannte sie aber schon von der Ari. Und ähm, drei Tage später ist dann äh, das, was ich hier schon gezeigt habe, am 26. Mai 2017 Kraftwerk, der Katalog in Deutsch und auch in einer englischen Version rausgekommen. Und äh, bei der englischen Version sind äh, die Titel, die es in Englisch gab, tatsächlich auch äh, in Englisch drauf. Und natürlich sind die ganzen Menüs, die ganzen Texte sind dann äh, auch nochmal in Englisch. Okay. Ich denke, ich habe jetzt wirklich relativ viel Einblick ähm, gegeben in die Arbeit mit dem Special Audio Designer, in die Ideen und Approach, wie man 3D mischt und natürlich im Speziellen. Wie wir es bei Kraftwerk gemacht haben und ähm, ähm, auch welche Ideen und Approaches ähm, Fritz Hilbert dabei hatte und auch warum wir die Formate Dolby Atmos, Headphones around und Stereo verwendet haben. Stereo gibt es natürlich für die Fans, die einfach Stereo wollen. Und ähm, da schließen wir niemanden aus. Und ähm, ich hoffe, dass jetzt äh, jeder bei nächster Gelegenheit mal schaut, ob er sich das mal anhört, eine eigene Idee dazu bekommt ich hoffe ich konnte auch einige dafür begeistern denn vielleicht sich auch eine blu-ray zu kaufen weil es wirklich ein echtes spektakuläres er erlebnis ist auch das stereoskopische 3d bild was da drauf zu sehen ist hat mich sehr fasziniert und ähm, ich äh, würde sagen dass ähm, spätestens das sollte ähm, grund genug sein sich das mal anzuhören.